Ja, und wir sind zurück bei Part 5 von unserem, ja, Special hier. Nö. Und wir starten auch direkt mal so, wie wir es schon die letzten paar Parts auch gemacht haben. Ist ja auch logisch, wer nicht. So, also unser Monkey und unser Nidorina ist ja schon auf sind ja schon auf Level 24, deshalb müssen auch die anderen mal ein bisschen gelevelt werden hier. Und ich verplapper euch einfach mal weiterhin das, was ich jetzt hier zu sagen habe. Ist doch klar. Also, ich habe eigentlich nicht viel zu sagen. Wir zocken halt so ein bisschen vor uns hin. Ne? Naja, habe ja früher auch öfters mal auf meinem alten Game Boy Advance SP Pokémon gezockt, also die alten Editionen. Und aha. Da hat man natürlich auch ein bisschen Erinnerungen hier. Gut, das Spiel ist jetzt halt mehr so ein Tower Defense Spiel, das ist nicht so dieses alte Pokémon, aber ist auch ganz schön, das Spiel hier. Macht auf jeden Fall einen Riesenspaß. Wie ihr seht, ist auch sehr anspruchsvoll natürlich. Und deshalb, ja, auch besonders geeignet für kleinere Kinder. Hey, ist schon zu Ende. Sorry, war gerade ein bisschen abgelenkt. Und ja, besonders geeignet auch für kleinere Kinder deshalb. Weil da lernt man natürlich taktisches Vorgehen und so. Was man am besten natürlich in Gefahrensituationen macht. Am besten einfach mal deine Pokémon in schön Reih und Glied aufstellen und deine Gegner zerfetzen. So, die steigen alle mal schön auf. Damit wir auch schön hier was reißen. Yay. Also ihr seht schon, hier werden ordentlich Mütter gefickt. Vor allem Pokémon-Mütter. Also die werden echt zerborsten hier von mir. Ich mache alles kaputt inzwischen. Außer die Scheiß. Da. Wie heißt's? Scheiße, jetzt fällt mir das Wort nicht an. Wie heißt's denn? Komm. Oh ja, außer dieses Gym halt. Sag mal so. Mir fällt's gerade echt nicht ein. Ich bin voll verpeilt gerade. Also, ja. Das war's dann auch schon. Oh, ja. Taubinator steigt auf. Machen wir mal noch hier eine Runde mit meinen Homies. Vielleicht schaffe ich es ja dann auch irgendwann mal in der Arena weiterzukommen. Ja. Wasserarena vom coolen von Misty. Mann, wieso auch nicht? Ist doch was Schönes. Paar Wasser-Pokémon zu zerfetzen. Auch wenn ich irgendwie zu dumm dafür bin. Und ich selber mit einem Starter-Pokémon hier auch mein Shigi hab. Ich glaube, eh die härteste Arena wird die Pflanzenarena. Weil ich habe nämlich gar kein Feuer-Pokémon bis jetzt. Und aber ein Wasser-Pokémon habe ich. Das könnte ich dann natürlich nicht einsetzen. Und sei es noch so stark. I can't set it ein.
Kause im Tor stupid. Yes, that was perfect English of mine. So. Wollen wir das nochmal probieren? Schnauze. Und. Auch hier schön den Überblick behalten und jetzt wird gekämpft. Mal schauen, ob da was bei rauskommt. So, erstmal steigt radikal auf. Oh, Knirscher. Knirscher, Knirscher, Knirscher. Das zerfetzt alles. Knirscher ist eine arschgeile Attacke. Du Knirscher. Ich mag die. Flinch Chance, nee. Nehmen wir Knirscher. Ich mag Knirscher. Knirscher ist voll die coole Attacke. Weil Knirscher halt cool ist. Ergibt sich doch, oder? Ist doch logisch, dass Knirscher cool ist. Warum sollte Knirscher auch nicht cool sein? Ja, mein Wartortle steigt bald auf, wie ich sehe. Soll ich es mal machen? In der Runde bin ich echt gut gerade. Nee, das brauche ich nicht allein. Schutz ist unnütz. Unnütz für dein Leben. Ey, oh. Mal schauen, ob ich. Nein, schade. Egal. Egal. Mit der Technik hat es bis jetzt echt am besten geklappt, muss man schon sagen. Ah, da ging's ab. Da ging's echt ab, du. Hab ich schön viel zerfetzt. Auch und alles. Ist doch klar. Ich meine, wer zerfetzt nicht gerne seine Gegner, ist die Frage. Also ich schon, für meinen Teil. Gegner zerfetzen ist was ganz Schönes. Was ganz Schönes ist es. Weil ohne Gegner zerfetzen könnte man ja gar nicht irgendwie gewinnen. Ist doch logisch, oder? Das ergibt sich doch. Ja, you can't beat Water Pokémon. Noch nicht, mein Freund. Noch nicht. Oder meine Freundin, eher gesagt. Noch nicht. Aber bald werden deine Water Pokémon so zerfetzt in der Luft, Alter. Mach die kaputt wie Popo. Ist doch klar. Sieh, wie deine Krieger fallen wie die Fliegen, Alter. Die fallen. Die fallen wie die Fliegen. Und ich mach sie schön kaputt. Allesamt mach ich sie kaputt. Mit meiner Überintelligenz. Ja, da braucht man Intelligenz, um die kaputt zu machen, nicht Stärke. Da muss man intelligent sein. Jetzt bin ich schon bei Wave 15. Nein, ich bin nur bis Wave 14 gekommen. Ich dachte, ich schaff's bis Wave 14. Bis Wave 15. Wäre doch auch cool. Alter, komm, Taubinator, steig mal auf. Bis du aufsteigst. Oder hier, Butterfree. Ich meine, bis ihr aufsteigt, ist mein Radikal schon wieder mal ein Level aufgestiegen. Schon auf Level 25 fast. Ja gut, das hat in der Mitte auch am meisten zu tun. Das muss ja alles zerstören. Ja, eigentlich. Psybeam. Die ist auch cool. Kannst statt Confusion reinhauen. Ja, mach's. Psybeam. Gut. Ja, Psybeam ist doch eine recht gute Attacke. Wie man hört. Man munkelt, dass es so wäre. Jedenfalls.
Ja, nutzloses Gelaber. FTW. Sterben. Sterben wie die Fliegen, werdet ihr. Ah, fuck. Irgendwie bin ich in der Runde nicht so toll. Nicht ganz so toll, wie ich dachte. Ich dachte schon, ich wäre besser. Aber nein. Keineswegs besser. Aber hätte ja sein können. Skip. So, wir setzen jetzt mal hier. So. Diesen Nidorina ignorieren wir komplett, aber das macht nichts. Was setzt du eigentlich ein? Bald, ja. Okay. Das ist doof, irgendwie gerade. Ich muss das radikal woanders hinsetzen, das levelt zu schnell. Das levelt echt zu schnell. Irgendwie. Das ist nicht so schön. Wenn das so schnell levelt. Weil dann ist das ganz schnell auf einem viel höheren Level wie all die anderen kleinen Pokémon. Nutzlos. Ja, you can't beat Water Pokémon. Ja, war gerade kurz weg. So, wir setzen jetzt in die Mitte nicht mehr Raticar, sondern Taubinator. Und deshalb haben wir auch die absolute Macht, alles zu zerstören. Ja, der Taubinator ist aufgestiegen. Nein, Raticar ist aufgestiegen. Der Taubinator ist ja schon vorher aufgestiegen. Wenn ich mich noch recht dran erinnere. Ich mag die Arena nicht, da kann man nur 5 Pokémon einsetzen. Ich möchte aber 6 einsetzen. Kann ich das nicht hier irgendwo dazusetzen noch? Ja. So ist es heutzutage, Leute. Werden Pokémon einfach nur zerfetzt? Nichts anderes passiert mit denen. Das setzt man nicht. Das setzt man hier. Ja, das setzt man Tackle an. Anstatt Windstoß. Ich habe schon 50.000 Poké-Dollar. Skip. Setzen wir mit denen hier in die Mitte. Vielleicht ist das besser. Irgendwie das Monkey und das Butterfree leveln voll schwer. Ist voll krank. Die leveln richtig schwer, die zwei. Ah, wobei so schwer jetzt auch wieder nicht. Aber das Butterfree lässt sich schon irgendwie Zeit beim Leveln. Also muss man schon sagen, das lässt sich schön Zeit beim Leveln. Kann man nicht, ja, außer Acht lassen, dass sie sich da schön Zeit lassen beim Leveln und so weiter und so fort. Ja, komm, aber irgendwann muss ich das Level ja auch mal schaffen, oder? Ich meine, hallo? Ist doch logisch. Ja, you can't beat Water Pokémon. Ist klar. Skip. Jetzt machen wir es mal anders. Jetzt setzen wir hier den hier hin. Hier den da. Und hier den da. Da und zack. Und zack. Und zack. Ja, mal schauen, ob es jetzt besser klappt.
Asuranke, was ist das? If the target has already taken some damage by another tower, this attack's power is double. Was wollen wir wegtun? Karate Chop? Ne, Low Kick? Ja, machen wir Karate Chop weg. Schnelligkeit. Schnelligkeit ist gefragt bei diesem Spiel. Denn es dauert so lang, bis irgendwas passiert. La 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 la. Ja, los, levelt. Oh, you can't beat Water Pokémon. Chillaxt mal kurz. Ich muss mal kurz hier unterbrechen. Ja, ich bin wieder da. Von weiter weg. Und wir skippen weg hier. Und schätzen hier das Radfatz rein. Und hier Sack und Zack und Wusch die Dusch. Ist doch klar. Und los geht's. Ne? Also standardmäßig haben wir die Überintelligenz meistens. Und das bedeutet, dass eigentlich ich nur gewinnen kann. Leider stellt sich meistens heraus, dass Misty noch im Moment intelligenter ist wie wir. Aber das werde ich in Zukunft wohl zu verhindern wissen. Weshalb wir sie nach und nach auch, ja, ich möchte jetzt natürlich nicht sagen, in tausend Stücke zerfetzen, aber darauf wird es wohl hinauslaufen. Also wir werden sie in tausend Stücke zerfetzen. Ja, gut, jetzt im Moment sieht es natürlich noch etwas mau aus mit zerfetzen, aber das wird schon, das wird schon, das wird schon. Keine Sorgen, lieber Zuschauer, da wird schon ordentlich zerstört hier. Hoffste, hoffste. Ich meine, wenn nicht, das wäre ja Döfchen-Popöchen. Und außerdem macht sich dann natürlich auch irgendwann diese Überintelligenz, die wir haben, bezahlt, da wir schließlich überintelligent sind. Ich frage mich, wie der hier sterben. Ach, der wurde wahrscheinlich vergiftet. Von meinem Poisons-Ding hier. Jetzt hat. Wegen diesem Bombo, das direkt an der Tür ist. Und frage mich gerade, wie der gestorben ist. Aber ist doch klar. Poisons-Ding, ne? Erklärte sich Jelfone selbst. Jojo. Ich kann Wasser-Pokémon nicht zerfetzen. Egal. Ich probiere es einfach so lange, bis es klappt. Ich meine, mein Gott. Irgendwann muss es klappen. Hoffe ich. Entschuldigung. Ja, wie gesagt, irgendwann muss es ja klappen. Und deshalb besser vorsorgen als nachsehen. Wie ich immer sage. Oder sagt ihr das nicht? Doch schon. Ja. Wer nicht? Wenn wir jetzt neu. Hab grad irgendwas in der Kehle. Wir jetzt mal schnell mit einem Schluck Wasser wegspülen. Schön mit dem schön mit dem Psy-Strahl auch gestoppt. Ja, close. Und ganz konkret sind wir eigentlich schon wieder am Ende von diesem Part. Und deshalb tippe ich einfach mal darauf,
Auf Wiedersehen und bis bald.